liebe Leute, Rennen Nummer 5 steht an. Herzlich willkommen in Großbritannien, in Silverstone. Ich habe mal gesagt, eine klassische Strecke nehmen wir noch mit rein. Und ja, wir können heute hier den nächsten Schritt machen auf der Strecke von unserem Teamkollegen, also auf der Heimstrecke von unserem Teamkollegen, können wir eine Möglichkeit haben, uns vielleicht ein bisschen den Vorsprung auszubauen. Dazu müssen wir aber gewinnen. Wir haben letzte Woche ein perfektes Rennwochenende aus Österreich geholt und das wollen wir jetzt natürlich in Silverstone noch einmal schaffen. So. Gehen wir mal durch. Ein Einladungsevent. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Also das F&E-Event überspringen wir mal gerade kurz. Und Reifenauswahl. Wir werden wieder die weichere Mischung nehmen und dann gleich direkt ins Rennwochenende gehen. Ich guck gerade mal, da ist nämlich irgendwas schief gelaufen und das möchte ich gerne. Es fehlen 25 Punkte. Ernsthaft? Na gut, okay, müssen wir dann nochmal machen. Gut, gehen wir rein ins Rennwochenende. Silverstone. Erste Freitraining jetzt schon wieder an diesem Freitag, ja. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, wir haben nächsten Rennwochenende, klar. Weil das neue Spiel relativ bald rauskommt. Daher. Naja. Ich bin mal gespannt, wie so ein Spiel wird. Auf jeden Fall wird es eine Kurbsaison geben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. So. Und es bleibt immer das komplette Rennwochenende trocken. Das ist in Silverstone immer sehr selten, aber es ist tatsächlich funktioniert. Nein, es bleibt nicht ganz das Rennwochenende trocken. Sehe ich jetzt gerade. Es regnet im ersten freien Training, aber okay, es bleibt der Samstag und der Sonntag trocken. So, gehen wir rein. In das Training Nummer 1. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Genau so ist es. Und damit geht's mal los. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine Teil ist fehlgeschlagen leider, diese Luftleitdecke. Die sind nicht durch die Qualitätssicherung gekommen, das heißt, wir werden damit arbeiten müssen. So, ich gehe mal kurz was anpassen. Und zwar ein bisschen die Frontflügel mal ein bisschen hochsetzen. Und dann gehen wir auf die Strecke. Ja, ja, naja, normal. Es regnet, ist es halt klar, dass die Strecke ein bisschen nass sein dürfte. Aber das ist in Großbritannien immer mal wieder der Fall, dass es regnet. Typisches britisches Wetter, sagt man ja auch dazu. Und wir wollen natürlich auch hier. Wir müssen ja irgendwie mal einen zweiten Sieg hintereinander holen, um zumindest den großen Schritt Richtung WM-Titel zu machen. Und den will ich ja unbedingt haben. So. Oh, müssen aufpassen. Die Strecke ist leicht rutschig. Ne? Natürlich feucht und rutschig. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen jetzt. Ich nehme mal gerade alles komplett raus, damit ich hier ein bisschen. Mal gucken, ob wir wieder ein perfektes Rennwochenende holen können. In Silverstone ist bisher nicht so ein gutes Pflaster, was die Formel 1 betrifft. Das letzte Mal, glaube ich, war es irgendwie nur Platz 20 oder 21 für uns in der MyTeam-Karriere in unserer letzten.
Und ja, und das wollen wir halt heute ein bisschen anders machen. Gut, Lewis hat in Kanada zum Beispiel gewonnen, was ich eigentlich damit festgerechnet hätte, dass ich das Ding holen kann. Dafür haben wir Österreich mal eben kurz dominiert. Ja, weil wir jetzt perfekt, also dominiert würde ich sagen, weil wir ein perfektes Rennwochenende hatten. Und ja, wie gesagt, das wollen wir in Silverstone natürlich auch machen, damit sie dieses natürlich hier auch wieder den Schwung mitzunehmen, den zweiten Sieg hintereinander zu holen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Aber mal schauen. Ja, ich fahre bewusst mit dem Trocken Setup, um ein bisschen was auszuprobieren. Mit den Inters geht es, da müsst ihr nur die Flügel ein bisschen anpassen. So, ab geht's. Meistens die Frontflügel 2-3 hoch. Jetzt kann ich das nächste Rennen ist Belgien, glaube ich. Belgien, Italien, dann müsste irgendwann Ungarn kommen. Und dann, ne, Ungarn, Belgien, Italien, so rum ist es richtig, genau. Und da geht es nach Russland und Brasilien, dann sind wir schon durch mit der Saison. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Scheiße. Ist jetzt sehr früh gecuttet. Und ja, auch hier habe ich natürlich die die Track Limits auf streng stehen. So ähnlich wie auch in der Online-Liga. Einfach mal wegen Zeitstrafe ein bisschen Realismus reinbringen. Das bringt ja nichts, wenn man die ganze Zeit abkürzt. Und das war auch abgekürzt und das nehme ich auch so hin und das ist in Ordnung und damit ist es noch durch. Spart natürlich jetzt ein bisschen Sprit. Ich werde natürlich keine gute Zeit zurechtstande kommen auf hier in der Runde. Dann können wir am nächsten Training mit Medium Stahl probieren und dann auf Soft wechseln. Ja, aber wie gesagt, gerade das ist die Heimstrecke von seinem Teamkollegen. Hier wird natürlich extremst gefeiert. Das ist auch klar, ist ein britischer Fahrer, ist ein britischer Volksheld. Muss man da auch mal einfach an ja, die Sonne kennen, auch wenn man ihn mal allzu durch nicht mag. Ich mag ihn auch nicht. Ich mag sein Auftreten eigentlich nicht so ein bisschen. Klingt für mich ein bisschen sehr arrogant, aber das ist halt meine eigene persönliche Meinung. Und ja, jeder hat natürlich so seine eigene Meinung zu bestimmten Fahrern und ist auch vollkommen in Ordnung. Manche mögen den Vettel nicht, den mag ich zum Beispiel sehr gerne. Ja, nur mal so einfach dazu. Aber wie gesagt, das ist meine eigene Meinung. Ich möchte auch so niemandem absprechen. Wie gesagt, ja, jeder hat so seinen Fahrer, seinen Lieblingsfahrer und ist ja vollkommen in Ordnung. Ist ja auch wie beim Fußball zum Beispiel. Da ist sein Lieblingsverein. Und der eine mag den Verein, der andere mag den Verein nicht. Und ja, ist doch vollkommen in Ordnung. Ich verstehe sowieso teilweise den ganzen Hass auch untereinander nicht. Und das ist halt, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr oft lese unter den ganzen Formel 1, nicht nur in den Formel 1 Gruppen, auch unter den ganzen Beiträgen. Und da wird irgendwas über einen Fahrer geschrieben. Und dann wird da drunter einfach unter dem schön gehatet die ganze Zeit, wird der fertig gemacht und alles drum und dran. Oder wenn andere Fans dann sagen, hey, ich finde den ja gut, ey, ne, du findest den nicht gut, das hast du nicht, der ist scheiße und keine Ahnung was. Und das ist halt das, was ich meine. Gerade was auch im Internet und alles drum und dran mit dem Hass und alles. Viele denken, ja, es ist super anonym und alles klar. Zwischendurch ist es das immer mal. Aber natürlich nicht immer. Und ja, meiner Meinung nach. Hass gehört einfach irgendwo nicht dazu. So, wir sollten mehr, gerade jetzt in diesen Zeiten sollte man eigentlich mehr mal miteinander, statt immer nur gegeneinander zu gehen. Einfach mal nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ihr könnt ja gerne mal drunter posten oder so, also, bitte nicht mit Hate. Ich lese mir die Kommentare gerne durch. Und wenn da irgendwas nicht passt, also allgemein irgendwie nicht passt, mit zu viel Hate und Beleidigung und so, werden die betroffenen User gesperrt. Aber okay, einfach mal da, einfach mal sacken lassen. 1:40:06 die erste Runde, beziehungsweise unsere erste gezeitete schnelle Runde. So, also, Kimi Räikkönen hinter uns. Regen ist wohl nicht erwartet in diesem Rennen, Wochenende. Das ist für das einzige, meiner Meinung nach, das wird laut Wetter der einzige Regen sein. Und das ist auch gut so. Fahrer hinter mir. The time last lap was a 1 minute 40.6.
Schütke. Fahr hinter mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Ich hätte gerne mal die Zeit von Kimi Räikkönen gesehen, um einfach mal einen Vergleich zu sehen. Fahr hinter mir. Repeat that. There's interference. Fahr hinter mir. Räikkönen behind. Their best lap time is a 1:42.7. 2 Sekunden auf Kimi Räikkönen. Aber es kann auch sein, dass der mit dem Nass-Setup fährt und wieder wir halt das Trocken-Setup fahren. Also ein bisschen veränderte Trocken-Setup fahren. Normalerweise fahre ich Flügeleinstellung 2.7 und jetzt fahre ich hier 3.7. Ich fahre jetzt gleich rein. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Knapp, aber wir haben es halt. Ich wollte gerade nur gerade kurz ansprechen, bevor mein Renningenieur ein bisschen dazwischen gequatscht hat, dass wir gerade geschlagen wurden von Alexander Albon. Das haben wir jetzt aber gerade mal kurz korrigiert. Also, wir sind so ziemlich zeitgleich mit Alexander Albon. Fahrer hinter mir. There's static over the radio, say again. Album behind, their best lap time is a 1:40.2. Das kann aber nur ganz knapp sein, das ist noch nicht, dürfte nicht viel sein. Ich glaube, dass der 2:60 hat, 2:80 oder 9:0 irgendwie so ein Dreh rum hatte. Also es kann minimal sein nur. So, ich fahre das Auto kurz zurück und dann machen wir Feierabend für heute. Also ich denke mal, weg ist Wochenende wird es nicht, aber es ist bisher ein guter Auftakt, muss man einfach mal so sagen. Klar, Albon, Räikkönen sollten eigentlich jetzt für uns nicht das der Gradmesser sein. Und Albon schlägt zurück, 2:55. So, jetzt ist das Benzin weg, aber das ist jetzt egal, wir sind jetzt eh an der Box. Und hier kommt auch die Linie sehr, sehr früh, die ist nämlich schon hier. Und dann mit 60 da durch, also ich hätte sie ruhig in der Kurve machen können. Doch kurz vor der Kurve, sagen wir mal so, nicht direkt. Aber gut, okay. Das ist nur einfach meine persönliche Meinung. Gut, wenn Albon schon schneller ist als wir, dann könnte das durchaus möglich sein, dass er zumindest, dass sie im freien Training zurückschlagen, die Gegner. Aber mal gucken, wie gesagt, es ist alles möglich. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. So, alle. Also, vor uns momentan Alexander Albon, knapp davor. Mal gucken, wer überhaupt am Ende keine Zeit setzen kann. Ja, ein bisschen verloren haben wir im dritten Sektor. Ersten und dritten Sektor, das ist wirklich knapp. Ja, Max schlägt zurück. Also Red Bull schlägt allgemein gerade momentan ein bisschen zurück. Die Verstappen auf jeden Fall von der Bestzeit. Lewis Wotter, momentan sind wir nur Vierter. Eine Sekunde hinter dem Red Bull. Ja gut, alles gut, alles gut. Das ist ja nur Freitraining. Die Session Freitraining ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Hamilton und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. Nachdem wir Österreich komplett dominiert haben, müssen wir jetzt gucken, dass wir in Großbritannien zurückschlagen. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt diesen zweiten Sieg hintereinander, um halt ja, den Druck ein bisschen zu erhöhen, ein bisschen Vorsprung rauszuholen, weil wir nämlich jetzt wieder Zweiter werden und Lewis wieder schneller, sonst sind wir wieder punktgleich oder ich glaube, dann ist der Kampf sogar wieder vorne, also das kann jetzt immer mal wieder wechseln.
Deswegen. So. Gut, da geht's jetzt gleich weiter mit Training Nummer 2. So, da sind wir wieder in der Garage, liebe Leute, und wollen natürlich auf die Strecke zurück. Vorher muss ich aber noch ganz kurz was anpassen, und zwar das Setup, weil, na, ihr kennt das ja, abends im Training im hab's ein bisschen verändert, das heißt, ich werde jetzt wieder runtergehen auf 2.7 und dann passt das. Und wir fahren versuchen es mal auf Medium ein bisschen besser zu sein als vorher. Mal gucken. So, geht es gleich weiter? Geht es gleich los? Aber davor ist noch. Vor ist noch einer mal raus. Also wir sind nicht die Einzigen. Ich glaube, der hat einen Alpha Tauri, wollte gerade sagen. Da sind wir noch einen Alpha Tauri mit raus. Da ist ein Alpha Tauri noch mit rausgerutscht. Ich vermute, dass es Danny Quiert war. So, ab jetzt soll es zumindest laut Wetterbericht trocken bleiben hier in Großbritannien. Das Training, das ist das erste freie Training. Wir haben auf Platz 4 abgeschlossen mit einer Sekunde Rückstand auf die Red Bull. Aber ich denke, das war auch nur das Wetter bedingt. Schauen wir mal, ob wir es jetzt im Trockenen ein bisschen besser hinbekommen, weil die trockenen Bedingungen. Ich halte es bewusst ein bisschen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, einmal kurz alles hochstellen. Nein, sauber sind wir nicht aus dem Kurveausgang gekommen. So, hier jagen wir mal kurz den Alpha Tauri davor. Ich denke, wie gesagt, dass es eine Quiert sein dürfte. Pierre Gasly wird wirklich schwer überraschen, wenn das Rabe gewinnt. Ist mir auch egal, wenn es ist. Und wir versagen schon die erste Kurve, verhauen schon die erste Runde. Da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Meiner Meinung nach war das auch nicht wirklich weit. Jetzt war ja normal auf die Curb nur. Also da schon tatsächlich den Kurvenausgang genommen hat. Eieiei, das könnte schon. Naja. Natürlich super, dass das hier direkt schon mit der ersten Runde der. Wenn das Platz 4 wäre. Ja, Platz 4 wäre okay. Eine Chance wäre da, aber wir müssen es halt jetzt irgendwie richten. So, also nochmal neuer Versuch. Jetzt, wir sind ja schon wieder durch in der Runde. So, also es ist tatsächlich dann Quiert, wie auch angenommen. Und der hat mich gerade schon die erste schnelle Runde gesetzt für heute. Und ja, unsere ist natürlich dementsprechend klar. Und so müssen wir nochmal neu setzen. Mhm.
eigentlich schon dahin geht. Wobei gerade besser im ersten Sektor draus geworden ist, aber. Ich komme nur noch die ideal durch die Kurven durch, das gefällt mir nicht. We've only got two laps of fuel left. So, jetzt hatte ich dann die Querheit verbessert seine Runde nochmal. Wir versuchen es jetzt nochmal nachzulegen. Können wir den Alpha Tauri direkt schon knacken? Das ist durchaus möglich. Ja, 29,8, das ist die Zeit. Fuel is marginal. Box within two laps. Sind schon mal sauberer durchgekommen, mal sehen. Bestzeit Sektor 1 funktioniert. You might want to run a lower fuel mixture whilst we're in practice. Save the engine for qualifying in the race. Krass, eine Sekunde, da kann man nochmal nachlegen. Come in this lap, please. Box this lap. Ich probiere jetzt nochmal, ob ich eine Bestzeit gesetzt bekomme. Und dann 29,8 jetzt. Vielleicht mit ein bisschen Glück 28,4. ...28,2 sogar. ...28,2, das ist die momentane Zwischenzeit für uns. Upsa. Ein bisschen aufpassen, da wollte das bremsen, nicht so wie ich das... Ja, ja, schon klar. Ungültige Rundenzeit ist durchaus klein, da uns kommt jetzt der Teamkollege. Der natürlich heute auch zurückschlagen wird. Wie gesagt, Österreich haben wir gewonnen, jetzt wollen wir natürlich den nächsten Sieg holen. Hier an diesem Wochenende Mannzeichen setzen. So, ab, Luis, fahr. Albon jetzt Zweiter. Ja, der hat im ersten Freitraining hat er uns ja gepackt, geschlagen. Fahrer hinter mir. Albon ist behind you. Their best lap time is a 128.8. Oh gut, 28er Zeit hat er auch geschafft. Jetzt hat er 28,8 gefahren. Also ist etwas mehr als eine halbe Sekunde hinter uns. Und deswegen war diese dritte Versuch war so unnormal wichtig, um halt einfach eine gute Zeit zu bekommen. Und deswegen, die wir ja mit anderthalb Sekunden Vorsprung nochmal gebügelt haben am Ende. Weil wir sind ja vorher 29,8 gefahren und dementsprechend nicht gut gewesen und haben jetzt nochmal zurückgeschlagen. Apropos zurückschlagen, Lewis Hamilton, 27,8 und das ist eine gute halbe Sekunde, aber auch soft. Okay, das erklärt, warum Albon dran ist. Ich sehe gerade nämlich, der fährt nämlich selber auch soft. Also wir haben es tatsächlich gepackt, dass wir den guten... Dass wir Albon gepackt haben auf Medium. Ja gut, Lewis will was zeigen, ne? Der will dieses Rennwochenende auf jeden Fall was holen. So far, our fastest lap is a 1 minute 28.2.
Ja, auf jeden Fall sind wir da schon mal durch mit den Trainings 2. So, Zeit läuft gerade runter. Und dann haben wir's. Und dann haben wir's. Training Nummer 2 ist auch abgeschlossen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Richards und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Gut, dann der schnellste Runde hat er auf Soft gefahren, glaube ich. Also, dann erklärt sogar auf Soft. Also, ja, wie gesagt, klar, momentan hat er mit uns zweimal jetzt gepackt im Training, ne? Aber wie war das schon im Rennwochenende davor in Kanada? Da war der Abstand sehr, sehr groß zu Lewis Hamilton. Da habe ich gedacht, oh, das schaffen wir noch ohne Probleme. Packen ihn in alle drei Trainings und versauen uns dann den Samstag mit Platz 12 und kommen dann im Rennen nur auf Platz 2. Ja, also alles ist durchaus machbar. Man sollte jetzt auch nicht den Sand in den Kopf stecken, war mit Absicht, und aufgeben, sondern einfach versuchen, okay, es gibt noch einen Samstag, da vielleicht eine Chance haben, den zu schlagen oder dann im Rennen zurückzuhauen. Und er ist natürlich doppelt und dreifach motiviert, weil er gesagt hat, weiß sogar sein Heimrennen ist. So, gehen wir direkt mal rüber ins dritte freie Training. So, da sind wir wieder auf der Strecke. Und dann geht's los. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, natürlich schleichen und schleichen und Gippi Mercedes auf die Strecke mit dir. Und wir versuchen es nochmal. Vielleicht schaffen wir es diesmal beim ersten Versuch, die Strecke in der Runde zu sitzen. Weil eigentlich sind es immer nur zwei, drei Versuche, die wir packen. Aber mein Ziel ist es natürlich hier heute den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel zu machen. Einfach zurückzuschlagen. Aber heute nicht, natürlich noch nie. Aber morgen ist es ja doch umso wichtiger, weil klar. Da wird der Grundstein für den Sonntag gelegt. Und wenn man Samstag verkacken und es nicht vernünftig hinbekommen, dann wird es am Sonntag umso schwerer, natürlich hier gutes Ergebnis zu holen. Und wie gesagt, wir brauchen unbedingt mal diesen zweiten Sieg hintereinander, um nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, um einen Joker anzuhaben gegen Lewis Hamilton. Wir sind momentan in Rennen Nummer 5, wir haben noch 5 Rennen. Nächste Woche ist dann schon wieder Ungarn, dann geht es auch Belgien, dann geht es auch Italien, also diesen europäischen Dreierpack. Der ganz wichtig ist. Und geht es dann weiter irgendwann mit Russland und Brasilien. Und dann hatten wir es schon. Also das sind nur 10 Rennen diese Saison. Und dementsprechend ist es natürlich wichtiger, um eine gute Grundlage zu machen fürs Saisonfinale. Ne? Das wollen wir einfach. Ich will diesen WM-Titel ja haben in dieser Saison. Konstrukteurs-WM sollte durchaus realistisch sein mit dem Team. Weil wir momentan echt fast alle Ergebnisse nur auf 1-2 gesetzt haben. Und dementsprechend, klar, die volle Punktzahl haben wir nicht, weil es auch, ich glaube, da war auch mal ein Dreier dritter Platz mit dabei, zum Beispiel in Australien im Saisonauftakt. Naja, erstmal jetzt ist mal wichtig, dass wir hier dieses freie Training in Großbritannien nehmen. Also momentan sind wir WM-Führer, ich glaube, wir haben 7 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Also durchaus knapp. Ja, mal gucken. So, nehmen wir die Runde mit. Oh, da hier sind wir gut rausgekommen gerade eben.
Sektor 1 ist natürlich klar violett, wenn es kein Grundstück, wenn kein anderes Auto auf der Strecke soweit ist. Oder zumindest auch kein gezeigtes Auto auf der Strecke ist. Und eigentlich mag ich diese Strecke ja durchaus. Aber gucken wir mal. Ich habe eh nur die 10 Strecken rausgenommen, die mir persönlich gut liegen und die ich einfach mag. Deswegen. So, schön den Schwung hier mitnehmen. Sektor 2 ebenfalls violett momentan. Also 3, 4. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller gewesen, als eben noch den. Gut, den Medium sind wir eben gefahren. So, jetzt geht's Richtung Boxeneinfahrt. Die letzte Schikane jetzt hier nochmal links. Oh, aber Glück gehabt. Ich dachte mir, jetzt schreckt er mir die Runde weg, weil das ein bisschen sehr gecuttet war, aber funktioniert. Und am Ende ist es 27,8. Die, glaube ich, gegen Hamilton gerade sogar reichen würde. Und ich überlege, welche Rundenzeit der hatte. Hinter uns ist ein Auto wieder und das ist das natürlich. Jetzt kommen wir natürlich überhaupt nicht durchrunden. Ganz, ganz schön. Das macht mich schon wieder ein bisschen nervös. Ich hatte einfach mal Pfeile und da dachte ich mir, aber mal gucken. Ich kann mir da noch irgendwann etwas zaubern. Also Sektor 1 war gut. Runde 1 war gut. War 27,8. Ja, alles möglich. Bisschen haben wir wieder rausgenommen, bisschen wieder rausgeholt. Aber das haben wir jetzt gerade schon wieder komplett eingebüßt hier. Das ist keine neue gute Runde, definitiv nicht. 25 Minuten haben wir noch, also wir fahren hier nur bis 20 meistens, also drei Versuche. Sind vier Strecken. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Hamilton auf hart. Warum auch immer der jetzt hart ausprobiert. So, wir haben jetzt aber noch einen neuen schönen Sektor 3. Warum probiert der Hamilton zum Teufel hart aus? Keine Mediums mehr? Aber ich denke mal, die Harts werden wahrscheinlich nicht im Rennen gefahren werden. Na gut, er wird schon wissen, was er macht. Denke ich mir mal. Oh, wo wird dein Plan dahinter sein? Dann quer auf 3, jetzt ebenfalls auf Soft. 4 Minuten noch. Also ja, wir fahren hier noch die Runde und danach noch die Inlap und dann sind wir durch für heute. Mit diesem freien Trainings. Mittelsektor war gut. Der Mittelsektor war gerade gut. Wir nehmen wieder ein bisschen Vorsprung mit. Vielleicht schaffen wir es. 1,0. 1,28. Nein, ganz geknickt. Ab in die Box, Feierabend. Gut, dass ich. Ich musste leider jetzt schon abbrechen, weil. Benzinmenge und die Runde wäre weg gewesen. Schade, ich habe ein bisschen Vorsprung mitgenommen. Da bin ich ein bisschen weit rausgekommen aus der Ecke. Naja, alles gut passiert. So. Dann haben wir es für heute. Gasly, oh. Ja gut, da war ein mega Abstand, ne? 1,6 Sekunden, 27. Ah, mal gucken, ob einer auf die 28 kommt. Das ist ein Albon nicht.
Eigentlich sind wir durch, haben es geschafft, das freie Training ist erledigt. Die Plätze 4, 2 und 1. Hamilton auf hart auf 5 sogar. Level 6 sind wir mittlerweile. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Albon und Pierre Gasly. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Man muss aber einfach mal so knallhart sagen, dass ein Alexander Albon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, beziehungsweise einen sehr guten Eindruck macht, zumindest in den ersten freien Training. Und ja, mal gucken, was möglich ist. Da sind einige auf Mediums gefahren, also einer auf Mediums, nämlich mit Grosjean, dann nochmal dreimal hart mit Hamilton, Verstappen und Leclerc, die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr können. Und ja, wir sind erst dann mit den Softs. Aber ich glaube, die ganzen großen Karten werden erst morgen auf den Tisch gelegt, wenn es dann ins Qualifikationstraining geht. Das wollen wir ja natürlich noch mitnehmen. So. Geht jetzt gleich weiter. Oder sind wir durch mit dem freien Trainings? Wir sehen uns morgen wieder mit dem Qualifikationstraining. Aber vorher möchte ich noch kurz was überledigen. Und zwar das mit dem Thema mit F&E-Bau, mit der Aerodynamik, weil ich will da irgendwas entwickeln. Die bauen wir nochmal ein, die Luftleitbleche. Und damit ist Red Bull tatsächlich sogar ein bisschen vor uns jetzt mittlerweile. Wir haben gut gearbeitet, zumindest was die Aerodynamik betrifft. Aber das war Red Bull, glaube ich, sogar schon immer. Die waren immer mit dabei. Christian Horner, das ist sowieso so ein Taktikguru. Oder Edwin Newey. Das sind so diese Takte, ne? Mal gucken. Na gut, wie dem auch sei. Wir sind auf jeden Fall durch, wie gesagt, mit dem freien Trainings. Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt, zum Qualifikationstraining zum Großen Preis von Großbritannien. Bis dahin und auf Wiedersehen.